Telegram runterladen, beitreten und wenn du ein bestimmtes Kraut suchst, einfach reinschreiben, das und das Kraut, die und die Tinktur, die hätte ich ganz gerne. Vielleicht schreibst du noch einen Grund dazu, ist immer ganz schön zu wissen. Ne? Kann ja auch sein, dass jemand einfach nur Tinkturen sammelt oder Kräuter. Hey, du möchtest von Wildkräutern profitieren, habe ich gehört. Hast aber keine Zeit selbst zu sammeln, weil du ständig arbeiten oder gesundheitlich eingeschränkt bist, weil du Stubenarrest hast oder in der Stadt wohnst, wo Wildkräuter bzw. Insektenoasen, geht ja Hand in Hand, in etwa so aussehen. Herzlich willkommen in der Insekten- und Wildkräuter-Oase. Direkt an der A57. Vielleicht suchst du aber auch ein ganz bestimmtes Kraut und kannst es in deiner Nähe nicht finden. Dann ist die Wildkräuter-Tauschbörse der absolut richtige Ort für dich. Eingesprochen wie ein Werbeslogan. Hat sich gut angefühlt. So, Freunde, ich habe zusammen mit euch, mit meiner Community, die Wildkräuter-Tauschbörse ins Leben gerufen. Hier können wir Wildkräuter tauschen wie früher Panini-Bilder oder Sticker auf dem Schulhof. Kennt ihr das noch? So, genau so machen wir es. Und wir können vor allem, und da bin ich ganz, ganz sicher, dass es funktioniert, wir brauchen nicht nur Leute, die Wildkräuter brauchen, sondern wir brauchen auch Menschen, die Wildkräuter verschenken. Also Menschen, die vermehrt viel sammeln und häufiger mal was übrig haben. Ihr wisst, teilen bedeutet, etwas zu geben, was man selber gerne hätte. Nicht irgendwas, was man nicht mehr braucht, was eh im Müll gelandet wäre oder so. Sondern wir brauchen auch Leute, die ganz gerne geben. Ich bin in jedem Fall dabei. Die Idee ist nur daraus entstanden, dass ich ja häufiger mal in Videos Wildkräuter oder Tinkturen verschenke oder Ölauszüge, schicke ich jetzt übrigens bald los, das Rotöl. Und ja, es haben sich immer mehr Leute gemeldet, als ich Kräuter zur Verfügung oder Tinkturen zur Verfügung hatte. Ich habe Weißdorn-Tinkturen habe ich verschenkt, Beifuß habe ich jetzt auf den Weg gebracht, Rotöl. Und da ich so eine klasse Community habe, können wir hier 8 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, ich habe Hilfe, Gutes zu tun, ihr tut Gutes für euer Karma, für die Welt, für die gute Energie da draußen, für die Gesundheit anderer Menschen und was denn noch? Ich habe doch 8 Fliegen mit einer Klappe gesagt. Ach so, ja genau. Ich habe logistisch nicht so viel zu tun. Das ist doch abgefahren. Das heißt, nicht nur, dass ich die Kräuter gar nicht habe für so viele Menschen, die sich bei mir melden, sondern wir machen einfach die Gruppe voll, tauschen untereinander Kräuter. Wenn du ein bestimmtes Kraut suchst und bei dir nicht findest, dann kannst du ein bisschen was ins Rennen bringen, in die Runde schmeißen und dann einfach tauschen. Oder aber, wenn sich jemand in der Gruppe meldet, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht sammeln kann, weil er eingeschränkt ist, weil er viel im Büro hängt, weil er gar nicht die Gegebenheiten vorfindet bei sich in der Nähe, um die Kräuter zu finden, die wir brauchen, um gesund zu sein. Ihr wisst, wie ich darüber denke. Dann haben wir in der Gruppe die perfekte Möglichkeit für all diese Optionen. Was sagt ihr? Gute Sache? Ich bin übrigens Timo, hallo, das wird ein sehr kurzes Video, ist auch schon fast Ende. Ich blende jetzt nochmal eben die Gruppe ein, Telegram runterladen, beitreten und wenn du ein bestimmtes Kraut suchst, einfach reinschreiben, das und das Kraut, die und die Tinktur, die hätte ich ganz gerne. Vielleicht schreibst du noch einen Grund dazu, ist immer ganz schön zu wissen, ne? Kann ja auch sein, dass jemand einfach nur Tinkturen sammelt oder Kräuter. So, aber meistens hat es einen Grund, dass die Leute ein bestimmtes Kraut, Tinktur, einen Auszug von der jeweiligen Pflanze haben möchten. Und ja, und dann bin ich ganz, ganz sicher, die Gruppe ist eigentlich noch nicht eröffnet und da sind schon 25, 26 Leute drin, die ganz gerne geben. Das weiß ich halt. Lest euch die Kommentare unter meinen Videos durch. Die Community hier ist erste Sahne, absolut klasse. Dafür nochmal danke in diesem Video, weil es ja ein kurzes Video ist. Und ja, ich versuche, die Telegram-Gruppe unter diesem Video zu verlinken. Blende die Gruppe nochmal ein, einfach nachdem du Telegram runtergeladen hast, oben auf die Lupe drücken, Wildkräuter-Tauschbörse eingeben und schon kann es losgehen. Anfrage stellen und dann schauen wir mal, wie es läuft. Umso mehr wir sind, umso besser wird es laufen. Das war's mit dem Video. Das zeige ich euch einfach nur mal so, wo ich hier sitze. Hier saß ich auch in meinem Johanneskraut, Johannes-Rotöl-Kraut-Video, sag ich mal einfach so, saß ich auch hier und ja, richtig schön, genau, in so einem chinesischen Garten. Gut, das war's. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Dann stelle ich euch ein Kraut vor. Da kommen jetzt sag mal schnell, wie heißen die? Menschen, genau. Und deswegen mache ich den Schluss. Bis demnächst. Habe die Ehre. Muss los. Habe ich ganz vergessen. Noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar,
Mein Lohn? Ich kann's vergessen. Gib mir so einen Daumen nach oben, wenn du die Idee feierst. Feiert euch am besten selbst, gebt euch selbst einen Daumen nach oben, weil die Idee ist nicht von mir alleine, die ist in meiner Community entstanden. Falls ihr meinem Telegram-Kanal beitreten wollt, habe ich zuletzt nie Werbung für gemacht, macht mir aber super Spaß. Timo G. Genau, so findet ihr mich. Aber hier in diesem Video geht es um die Wildkräuter-Tauschbörse. Genau, wenn ihr kommentieren wollt, dann macht ihr das. Wenn ihr abonnieren wollt, macht ihr es ebenfalls. Ich nötige euch nie dazu, weil nicht, dass wir nachher noch in den Trends landen.